Grüß Gott und Servus, ich bin heute in Geislingen bei Fünftälerbad. Hans-Georg ist bei mir, ja, und zwar, der geht um Freibad. Monat August, 3 Wochen war es zu. Wieso und warum? Ja gut, da wurde eine Reparatur gemacht und das ist okay, was da ist. Da wird alles überprüft, ob die Anlage in Ordnung ist, ob man was ausbessern muss. Mit dem kann man sich abfinden. Ja, aber ich habe gedacht, vielleicht reparieren auch Außenbecken, dieser heiße Wasser-Beispiel. Jetzt ist Winter, eine oder andere sagt, ah, gerne hatte ich heiße Wasser. Das ist so, ich selber Beispiel. Ja gut, es ist ein bisschen ein Drama mit dem Außenbecken und so, gell? Weil da wo man ja schon vertröstet, 18 Monate, wir fangen an in 3 Monaten und wieder in 3 Monaten wieder. Das ist eine ewige Geschichte. Da bin ich wahrscheinlich schon im Altersheim, wenn das einmal gemacht wird. Weil ich gehe schon 60 Jahre gehe ins Freibad. Und seit das Fünftälerbad ist, bin ich auch von Anfang an dabei, immer mit Jahreskarte. Ich bin also ein treuer Kunde. Aber ich finde es echt schade, weil einer oder andere geht weg, dann bleibt nicht mehr hier, weil da gibt es andere sind auch Bad. Ein oder andere bleibt nicht, geht anders hin. Ist so, oder? Ja, da geht vieles nach Ditzenbach oder nach Bad Iburkingen, gerade wegen dem Außenbecken. Die sind eigentlich nur gekommen wegen dem Außenbecken. Ja. Weil das preiswert ist, gell, wenn du da eine Jahreskarte hast, dann kannst du da jeden Tag hingehen. Außer Montag und Dienstag, wo das Hallenbad zu ist. Viele haben auch beschwert, ich zahle Jahreskarte, in der Woche kann ich nicht 2-mal benutzen, im Jahr ist fast 100 Tage, wegen Verein, wegen Schule und so, aber die sind andere Tage auch von der Schule und Vereine da. Ich finde, es ist doch kein Grund, oder? Ich vermute, dass da die Bahnen voll sind, dass da mehr Schulen, mehr Klassen hier sind, gell? Also ich persönlich habe da kein Problem. Man gewöhnt sich daran, man weiß, am Montag, Dienstag ist zu. Viele haben von Freibad praktisch beschwert. Sommer war offen, paar Sachen hatten nicht richtig funktioniert, Beispiel Schloss. Sanitäranlagen waren immer ein bisschen, wie sagt man, entweder schmutzig, entweder funktionieren nicht. Ein paar Monate waren nicht so, am Ende war auch nicht funktionsfähig. Ja gut, da ist manchmal übel und so. An manchen Tagen wird einfach weniger putzt, aber vielleicht liegt es am Personal. Ja, das stimmt. Beispiel, viele haben auch beschwert über den Bademeister. Immer sitzt in seiner Kabine, bloß ist beschäftigt mit seinem Smartphone. Wie sehen Sie? Also ich sehe das so, der sitzt immer drüber wie ein Buddha in seinem Thron oben und spielt mit dem Smartphone wahrscheinlich 70%. Selber auch bestätigen, weil ich bin auch Badegast, ich habe auch oft gesehen, er ist mehr drin als draußen. Draußen habe ich fast selten gesehen, außer wenn wirklich geschimpft hat jemanden. Beispiel, ich habe mal selber gesehen, hat sie auch. Ja, ich bin einmal, da war das nicht, Begaschwimmer war gesperrt, aber man hat es nicht mitgekriegt. Und ich gehe immer am Pilz, tu mich abduschen, der läuft da immer zu voller Zeit und zu halber. Und dann geht er aus Nichtschwimmer in Schwimmer. Und dann schreit er richtig unqualifiziert mich an und so. Und er hat eigentlich total versagt. Da war kein rot-weiß Band dran. Und er hat also unqualifiziert. Dann habe ich mit dem ein bisschen Disput gehabt. Und dann ist der Herr, wie heißt er, schnell Herr Bigger, wieder Tennisspieler. Ich komme und gesagt, er muss seine Leute in Schutz nehmen. Er hat ihn mal aufgeklärt, wie das gemacht werden muss. Dass da kein Band dran war, kein Schild. Und was mich ganz arg gewundert hat, das Chlor ist ja reingekommen im Nichtschwimmer. Und da ist ja eine große Öffnung, mindestens 3-4 Meter, ist eine Öffnung zum Schwimmer. Dass im Schwimmer haben sie können schwimmen. Und das Glatte war, in der anderen Woche war das wieder im Nichtschwimmer. Und auf einmal war Schwimmer auch gesperrt. Also Leute lernen auch von einem, wo keine Ahnung hin, wie es gehen muss. Ich muss sagen, mit vielen habe ich gesprochen, alle haben sich beschwert, natürlich keine traut sich vor die Kamera zu kommen, weil haben gesagt, einer hatte Probleme gehabt mit dem
Tellerbad 3 Monate war gesperrt, durfte nicht baden kommen, Badeverbot bekommen hat. Ich finde, gut wäre schon von dem Stromversorger selber auch da wären, ein Interview hatten, sagen, was stimmt nicht. Haben 2 Mal mit mir Termin gemacht, dann abgesagt, dann am Schluss haben komplett abgesagt. Ich finde es schade, wenn eine oder andere von Stromversorger sieht, kann auch nochmal mich benachrichtigen, können wir vielleicht nochmal die Interview, wenn was nicht stimmt, mit mir nochmal wiederholen. Okay, ich bedanke mich. Ja, okay. Die Container, die Frauendusche im Freibad, die sind ja 10 Jahre schon hier. Das ist für so ein Bad eine Schande, sowas, dass das gerichtet wird. Und als am Anfang geheißen, in 2 Jahren wurde es integriert und baut. Und was mir auch am Herzen liegt, ich gehe ja manchmal auch in der halben Tag klar, bin in der Liegewiese, was da Kipper umeinander liegen, das ist furchtbar. Da muss man sich auch was einfallen lassen. Ja, ich finde auch, dass es Container aussieht, muss man schon vielleicht ein bisschen vernünftiger machen. Die Damen können auch besser duschen können, dauerhaft. Das sieht wie Notlösung aus. Ja, das ist eine Notlösung, aber die ist schon 10 Jahre, gell? 10 Jahre Notlösung, ja. Das ist ungefähr so, wenn du in Hollywood bist. Vorne ist alles schön und hinten hat es halt auch ein paar Sachen, wo es so aussieht, wie es sein sollte. Ja, natürlich. Praktisch, wir sind Stellvertreter von dem anderen Badegäste. Gut wäre es schon, wenn ein oder andere Probleme im Bad gelöst werden. Natürlich, vielleicht kommen auch mehr Badegäste wieder, eine oder andere von Geislingen weggeht, anders hin. Das wäre gut. Okay, ich muss oben zum Beispiel, die, wo an der Kasse sind alle freundlich, hilfsbereit und so, muss ich also wirklich sagen, einwandfrei. Das kann ich bestätigen, in Hallenbad drin selber, alles 1A Personal sind, wirklich, kann man tapfer sagen. Okay, ich bedanke mich bei dir. Gern geschehen, gell? Wir hoffen, dass das ein bisschen schneller geht durch uns. Ja, aber wir hoffen, schneller, Verbesserung natürlich weitergeht. Vielen Dank und ciao. Tschüss.